توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Damit war ich in den Islam aufgenommen. Von Internet abgelesen. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und dann war ich Muslim. So einfach war das. Ashhadu alla ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الله 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 أكبر الله أكبر Jemand hat mich gefragt, bist du Muslim geworden? Auch ein Deutscher. Ich habe mich nicht bekehrt, ich bin nur zu der Religion zurückgekehrt. Und ich habe die Bibel gelesen. Und nachdem ich den Koran das erste Mal gelesen habe, war ich sehr davon überzeugt. Habe ich noch von Hinduismus gelesen, nochmal von Buddhismus gelesen. Da habe ich mir Bücher über Judentum geholt. Weil ich wollte ganz sicher sein, ist das der richtige Weg? Und ich habe festgestellt, immer die Menschen, die auf diese Art nach dem richtigen Weg suchen, die finden den Islam. Und eigentlich, wenn man den Koran richtig liest und sieht sich das an, es gibt kein Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wird, wo alles so einen Sinn ergibt. Warum gibt es Gut, warum gibt es Böse? Dafür gibt es keine Antwort im Christentum. Weil ich mich mit einem Pfarrer unterhalten habe und er ganz offen zu mir gesagt hat, dass die Bibel entstellt wurde. Vater, Sohn und Gott und hin und her und Heiliger Geist. Ich habe diese Sachen nie verstanden. Der Islam ist die einzige Religion, was monotheistisch zu bezeichnen ist und die einzige Religion, die monotheistisch ist. Ich bin überzeugt, dass die muslimische Religion die richtige Religion ist. Lernt man den Islam kennen durch Leute, die den Islam leben. Der Islam ist eine Kultur für sich, die man leben sollte. Die Brüderschaft im Islam, das heißt, dass die Muslime eine Nation bilden, dass sie sich als eine Nation verstehen und dass die Rassenunterschiede und Nationalitäten überhaupt keine Rolle spielen. Der Islam ist für mich die schönste Religion, die ich jemals kennengelernt habe und für mich die schönste Entscheidung, was ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Und ich sage wirklich, Alhamdulillah, dass ich Muslim geworden bin. Al-Islam lana dinan, wa jami'ul kawn lana watana, tawhidullah lana nurun. أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعد الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على Der Islam, der ist das einzige Buch, das so geblieben ist, wie es offenbart wurde, und das ist der Koran. Der Glaube, der ist da. Der Glaube ist auch stark. Und davon werde ich nicht abfallen. Das war mir für mich halt wirklich ein arabischer Glaube. So, also Muslim hat schwarze Haare, dachte ich. Aber da, also jetzt selber beweise ich das Gegenteil, ja. Und zwar, Jesus war auch kein Deutscher. Über Jesus, Friede auf ihn, bin ich dann Alhamdulillah zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und habe entdeckt, dass die Wahrheit ist. Er hat die besten Eigenschaften, die es gibt. Das beste Geschöpf bei Allahs Portal ist er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo ich Muslim geworden bin, habe ich dann mehr über ihn erfahren, über seinen Charakter, über sein Benehmen, wie er sich verhalten hat, wie er als Privatmann war, wie er als Geschäftsmann war, wie er als Staatsführer war. Alhamdulillah, und er ist ein Vorbild für alle Menschen. Er war aufrichtig. Das gefällt mir und das möchte ich auch aufrichtig sagen. Ist seine Einfachheit, seine Unkompliziertheit und seine Bescheidenheit.
Also dann könnte er doch ein Vorbild sein für die gesamte Menschheit. Also er war perfekt in allem. Und deswegen, die Sunna vom Propheten ist das beste Leben. Also der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist der beste aller Geschöpfe. Dann versuch du mal selber etwas Besseres zu tun als Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Du wirst nichts finden. Nichts finden im Islam, was dem Menschen schadet. Nichts, absolut nichts. Wenn mich einer gefragt hätte, gibt es was Besseres als Islam? Ich habe gesagt, Islam ist die einzige Wahrheit. Und das sage ich bis heute. Und das werde ich inshallah bis zu meinem Tod noch sagen. Und damit will ich auch sterben. Weil ich ganz genau weiß, das ist die Wahrheit. Aber wenn wir auf dem Ursprung bleiben und alle Muslime genau das Gleiche tun, einheitlich sind, dann wird dieser Islam, dann werden die Leute auch diesen Islam so verstehen und sagen, das, jawohl, das ist der Islam, inshallah. Das ist so eine schöne Religion, so eine wertvolle Religion. Und warum soll ich mich verstecken auf den Straßen? Ich bin der Meinung, ich sollte mich einfach repräsentieren, weil ich habe nichts zu verstecken. Wir sind eine Visitenkarte für den Islam. Ein Muslim ist ein Mensch, der sein Leben für den Islam, für die totale Hingabe zum allmächtigen Schöpfer. Islam ist die totale Hingabe zum allmächtigen Schöpfer. Das bezieht sich auf die Gehorsamkeit in den Taten, was wir tun, was wir machen, wie wir uns benehmen. Und dann habe ich gesagt, Moslem zu sein ist schön. Islam ist sehr schön. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.